Hi, meine lieben Twins, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das letzte Reading ist ein bisschen her. Bei mir geht es gerade komplett ab. Ich habe im Mai mit extremen Heilungen angefangen und bin auch durch mehrere durch. Und jetzt hat es gerade bei mir irgendwie komplett geknallt. Ein Knoten ist aufgegangen und mein ganzes Energiesystem wird jetzt gerade irgendwie komplett umgestellt. Also ich habe da noch ein bisschen mit zu hadern, deswegen, ich mache jetzt ein kleines Quick-Reading. Das ist jetzt nicht die Extended Version, wo ich dann überall nochmal Karten drauflege, sondern das ist jetzt einfach nur mal so ein kurzer Blick für die Energien, die jetzt momentan vorhanden sind. Demnächst kommt auch mal nochmal wieder ein großes Reading, was das angeht, aber ich wollte euch auch nicht so lange warten lassen und muss mich da halt auch vom Kollektiv rufen lassen, wenn es soweit ist. Und mir wurde jetzt gerade gesagt, ein Quick-Reading ist vollkommen in Ordnung. So, ich habe gefragt, was gedacht wird, was gefühlt wird, wie die weibliche Flamme gesehen wird, woran die männliche Flamme arbeitet, was von der weiblichen Flamme gewünscht wird, beziehungsweise auch, was die weibliche Flamme bearbeiten soll und ja, der Outcome, da wo es hingeht. Wir haben jetzt als allererstes die Karte Intuition. So, das ist eine sehr schöne Karte, die mit der 2 in Verbindung steht. Wir sehen hier, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder ob es eine Frau ist. Das sieht irgendwie sehr androgyn aus. Ja, jemand, der hoch in den Wolken ist und seiner Intuition folgt. Wir haben hier so eine Universumsscheibe, also das ist also auch vom Universum jetzt eingeleitet, dass da jetzt etwas passiert und die männlichen Flammen folgen ihrer Intuition. Das wird jetzt für die einen oder anderen wird das eine sehr schöne Botschaft sein. Das ist nämlich jetzt gerade für die Twins, die in Dreiecksbeziehungen drinstecken. Ja, oder wo die männliche Flamme eben eventuell noch mit jemand anderem zusammen ist. Es geht gerade darum, der Intuition zu folgen und sich zu entscheiden. Ja, die Karte 5 zeigt, das ist jetzt gerade alles dabei. Es ist vielleicht jetzt noch nicht offiziell oder Nägel mit Köpfen gemacht, aber hier ist jetzt gerade diese Intuition, jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen und in die richtige Richtung zu gehen. Wir haben die Karte Financial and Material Changes. Also das kann für die einen oder anderen männlichen Flammen bedeuten, dass es jetzt beruflich in eine neue Richtung geht. Dass da die Intuition kam, hey, hier ist eine neue Tür, da soll ich irgendwie mal durchschreiten und durchschauen. Allerdings haben wir hier auch, also nicht nur, das ist nicht nur eine Karte, die Verträge anzeigt, sondern eben auch Beziehungen anzeigt. Ja, also dass da vielleicht jetzt auch mal die Zeit gekommen ist, sich von dem zu trennen, was nicht mehr in die energetische Schwingung reinpasst. Die Karte hier, ihr seht, also das ist kosmisch bestimmt und das findet hier alles also nicht auf dieser Erde statt, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Und hier kommen also wirklich Inspirationen und Intentionen und Nachrichten vom Spirit in den Geist der männlichen Flamme eingepflanzt, dass es jetzt Zeit wird, Entscheidungen zu treffen und bestimmte Richtungen einzuschlagen, die eben gut sind. Das kann verschiedene Bereiche des Lebens betreffen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht nur irgendwie das Finanzielle und Materielle. Das kann durchaus auch mal auf Beziehungen hindeuten, vielleicht auch eine Ehe, wo einfach festgestellt wird, okay, das war für eine gewisse Zeit lang in Ordnung, aber das passt jetzt energetisch einfach nicht mehr. Ja? Die männlichen Flammen, die werden angehoben, genauso wie das mit den weiblichen passiert. Und man kann auf einmal irgendwie mit karmischen Bindungen nichts mehr anfangen. Ich spreche jetzt gerade von karmischen Beziehungen oder von, das muss jetzt nicht unbedingt immer nur karmisch sein. Man kann ja auch so mit jemandem in einer Beziehung sein, ohne dass es da irgendwie heftige Verstrickungen gibt. Also sowas passiert natürlich auch. Wir haben hier dazu die Königin der Stäbe. Also zeigt mir auch an, dass es hier, wie gesagt, eventuell um eine Dreiecksbeziehung geht, dass hier eben die Entscheidung getroffen wird, in eine neue Richtung reinzugehen, in eine neue Richtung einzuschlagen. Und da das hier von Gott geleitet wird, ist es dem natürlich dann auch, dass man sich seiner Flamme mehr zuwendet. Ja? Die männlichen Flammen, die fühlen sich nämlich alleine. Hier hinten ist das Haus, ja, da sitzt die weibliche Flamme, hat schön gekocht, irgendwie alles toll hergerichtet und die männliche Flamme ist jetzt hier irgendwie mal durchs Gebirge gewandert und versucht jetzt irgendwie einen Weg hier durch diesen, Morast ist es nicht, aber das ist halt so ein bisschen, man weiß halt nicht genau, was jetzt da hier in dem Gras lauert, aber versucht jetzt einen Weg zu finden. Er hat die Fackel in der Hand, ist der Intuition gefolgt. Wir haben ja auch den Vollmond mit drauf, vielleicht ist das jetzt auch gerade zu Vollmond, zu dem Fischvollmond, nochmal so eine Intention, die hier kommt und die männliche Flamme fühlt sich alleine und möchte nach Hause. Ja, also ich meine, man kann auch mit jemandem zusammen sein und sich total alleine fühlen.
Das werden die einen oder anderen kennen. Also ich meine, wir hatten alle schon Beziehungen, wo man dann irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sich fragt, ey, was mache ich hier überhaupt noch? Ja, und na, wie gesagt, also da geht es dann eben auch darum, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, in die richtige Richtung zu gehen, und zwar nach Hause zu kommen. Ja, sie möchten gerne. Ja, dazu ist es aber allerdings auch notwendig, hier Ex-Partnerschaften loszulassen. Also Release Your Ex, das ist das, was wir jetzt gerade noch auf der Herzensbasis haben für die, die nur jetzt da wie heißt es denn? Mit der Third Party, also mit einer dritten Person noch zu tun haben, okay? Ja, wir sehen hier das Engelchen sitzen mit der Hand an den Kopf, so, auweia, okay. Es kann mit Verträgen zu tun haben, das habe ich ja vorhin hier schon erwähnt, dass hier Verträge aufgelöst werden müssen. Das kann jetzt karmische Verträge sein, das können aber auch einfach nur Mietverträge sein, Eheverträge sein, etc. Dass da also dran gearbeitet werden muss, damit man ne, hier nach Hause kommen kann. Also, das ist natürlich eine Stufe, da kann man jetzt nicht irgendwie zur Flamme kommen und sagen: So, pass mal auf, ich bin zwar jetzt noch irgendwie verheiratet oder mit jemand anderem zusammen, aber ich möchte trotzdem mit dir. Das wird natürlich die weibliche Flamme nicht akzeptieren. Ne? Das ist ein ne, Herzbruch, der hier stattgefunden hat und wo die weibliche Flamme sich auch noch mit auseinandersetzt. Ne? Also, das kann die männliche Flamme nicht machen. Das heißt, es muss jetzt im Vorfeld hier auf jeden Fall aufgeräumt werden. Und ja, je nachdem, was das für Verträge sind, kann das natürlich auch ein bisschen dauern, bis das Ganze dann durch ist. Ja, jetzt mal eben irgendwie ne, das alte Leben aufgeben. Also, da hängen bestimmt bei dem einen auch noch ne, Kinder dran. Oder weiß ich nicht, wenn man zusammen Haus gekauft hat und so. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, eben zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt Schluss, bringt alles nichts mehr und ich bin jetzt mal weg, ich packe meine Koffer und wir hören nie wieder was voneinander. Das ist nicht immer ganz so einfach, ja. Und da geht es jetzt eben, wie gesagt, darum, sie hat hier Papier in der Hand. Da geht es darum, das wirklich aufzulösen und die Zeit ist gekommen, ja, die Energien zu klären. Und das ist auch das, was die männlichen Flammen wissen. Die wissen einfach, das ist jetzt kommt, na, jetzt kommt ein Zeitpunkt, ich möchte nicht alleine sein. Ich fühle mich vielleicht in der Beziehung, in der ich jetzt bin, alleine. Das bringt alles nichts mehr. Meine Flamme ist da hinten. Ich möchte gerne nach Hause, aber ich muss jetzt erstmal hier noch irgendwie so einen kleinen oder den Weg finden, wie ich das schaffe. Okay, und na, wie gesagt, Gott ist dabei und hier wird gerade ganz heftig gearbeitet. Die männlichen Flammen haben für ihre weibliche Flamme Passion. Sie möchten gerne, dass sich die weibliche Flamme hingibt. Ja, also die männlichen Flammen sagen der weiblichen Flamme, erlaubt euren Herzen, mit ihr in Liebe zu singen. Ja, in Liebe zu schwingen. Wir haben hier bei den weiblichen Flammen nämlich Herzbruch. Ja, also Herzbruch muss nicht unbedingt etwas mit anderen Personen zu tun haben. Das muss nicht immer ein Dreier- oder ein Vierergespann oder was es aber auch immer noch für Konzepte gibt. Also sich darauf münzen. Herzbruch kann, das können Verletzungen aus der Vergangenheit sein, ja, die hochkommen, wo die männliche Flamme getriggert hat und man irgendwie festhängt. Da ist auch Release Your Ex. Also wir sind ja eins und da sollte die weibliche Flamme vielleicht auch mal drüber nachdenken, okay, wo bin ich denn noch gebunden? Das muss nicht unbedingt heißen, dass man jetzt noch jemanden aus der Vergangenheit liebt, aber es können alte Verletzungen da sein aus der Vergangenheit, die man noch nicht wirklich bearbeitet hat, die, wie gesagt, durch die männliche Flamme getriggert wird und wo das eben an die Oberfläche kommt. Und da gilt nämlich auch dann für die weiblichen Flammen, lasst das los aus der Vergangenheit, okay? Und macht eurem Twin auch keine Vorwürfe dessen, es ist nun mal so, wie es ist und, ne? Eure Twins tun euch nicht mit Absicht weh. Das ist ja, wie gesagt, von Gott eingeleitet, damit eben halt ne, dieser Crack im Herzen, damit das geheilt werden kann. Ja, und für die, die sich dabei erwischen, dass sie alte Schmerzen auf ihre Flamme übertragen, da müsst ihr bitte wirklich in die Heilung reingehen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann das mit eurer Flamme nicht klappen. Da kommen nämlich dann irgendwie Vorwürfe und ne, du hast dies gemacht und du hast jenes gemacht und hier und da. Und dann hängt man wieder genauso da, wo man vorher ist. Also von daher, ne, die jetzt hier mit Herzschmerz und Herzbruch zu tun haben. Und ne, ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, nur wenn man dann wirklich mal in diese Schmerzen reingeht, dann erkennt man ganz oft, dass das gar nichts mit der Flamme zu tun hatte, sondern tatsächlich ja, mit alten Beziehungen oder das, was die Eltern einem irgendwie beigebracht haben, wie Beziehungen zu funktionieren haben, etc. Okay, ja, und auch da für euch, auch für euch ist das wichtig, release your ex, okay? Lasst die Ex-Beziehungen los. Wie gesagt, das muss auch nicht mal sein, dass da jetzt irgendwelche Gefühle sind, aber hier geht es um alte Verletzungen, die da sind, die halt dazu geführt haben, dass man jetzt da immer noch sitzt und irgendwie weint und dass es einem nicht gut geht. Und ja, das soll jetzt, wie gesagt, in die Heilung gehen. Die männlichen Flammen sind auch dabei, das zu heilen, damit hier dann ne, dieses Hingebungsvolle, diese Leidenschaft entstehen kann, die übrigens auch schon da ist.
Das ist jetzt nicht, dass das erstmal im Vorfeld bearbeitet werden muss, sondern das ist etwas, was sich jetzt, wie gesagt, schon auf dieser Herzensebene auf jeden Fall abspielt. Nur hier sind nur zwei im Spiel und nicht drei oder vier. Okay, also von daher ist es wirklich wichtig, jetzt dieses Out-Clearing zu machen, damit man das dann hier eben auf dieser Ebene schafft, dann auch zusammenzukommen. Ja, und von daher, ja, für die, die jetzt irgendwie die Dinge im Herzen fühlen und auch die schönen Dinge im Herzen fühlen, also haltet daran fest, das geht nämlich auch darum, den Fokus zu verändern. Den Fokus jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit auf Herzbruch, du hast mir dies angetan, du hast mir das angetan, mir ist in der Vergangenheit dies und das und jenes passiert, deswegen bin ich jetzt so, wie ich bin. Fangt an, das zu heilen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was ihr seht. Es gibt noch viel, viel mehr, was darum herum ist. Und das soll euch bewusst werden, okay? Also versucht dann nicht klein irgendwie zu denken, sondern den Fokus zu erweitern, ja, den Fokus zu verändern, Veränderungen zuzulassen, okay? Das ist jetzt nicht nur für die weiblichen Flammen, sondern auch für die männlichen Flammen. Hier geht es ja auch um die Veränderung, ja. Das sind zwei Fünfer, also da passiert jetzt gerade was, da geht jetzt gerade was los. Und ihr könnt eure männlichen Flammen unterstützen, indem ihr auch ihr euren Fokus verändert und euch nicht auf diese Herzschmerzen so sehr konzentriert, sondern eher darauf konzentriert, dass das Herz geheilt wird. Wir haben hier a Nurturing Heart mit dem Thema Mutter. Ja, es kann also bei einigen sein, dass hier Mutterthemen an die Oberfläche kommen. Jetzt nicht nur bei den männlichen, sondern auch bei den weiblichen Flammen. Die Mutter soll einen ja nähren und ja, um einen herum sein und sich um einen kümmern, etc. Es kann also durchaus sein, dass die eine oder andere weibliche Flamme ein Mutterthema laufen hat. Ja, wo vielleicht Liebe nicht so gezeigt werden konnte, wie es eigentlich sollte. Wo vielleicht ein emotionaler Rückzug da gewesen ist oder man emotional nicht das bekommen hat, was man eigentlich wollte als Kind. Ne? Es gibt ja Kinder, die unheimlich kuschelig sind, die immer nur kuscheln wollen. Und dann gibt es halt leider aber auch Mütter, die das nicht geben können, die versuchen, ihre Liebe auf eine andere Art und Weise zu zeigen und das vielleicht für sich selber irgendwie nie gelernt haben. Ja, und da geht es jetzt darum, da eben auch in das Verzeihen reinzugehen und sich auch um sich selbst zu kümmern und das Herz auch zu heilen. Ja, also hier steht einmal Protected Spirit to reach out to all life with love and compassion. Also es geht wirklich um Liebe und um Barmherzigkeit, auch sich selbst gegenüber, okay? Ja, man kann auch, also denen, die das Herz gebrochen haben, wer auch immer das gewesen ist, verzeihen und vergeben. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sich mit den Leuten noch weiter umgeben muss in seinem Leben, aber man kann wirklich in die Verzeihung reingehen und das wird helfen, dabei diesen Herzbruch hier zu heilen. Okay. Ja, dass sich das eben nicht so auf die männliche Flamme überträgt, weil die männliche Flamme, die braucht jetzt Kraft. Die männliche Flamme möchte gerne nach Hause. Die männliche Flamme möchte gerne hier, hey, hi, caring connection, kuscheln, nah sein. Ja, und na, die sind auf dem Weg. Sie kann es jetzt momentan vielleicht noch gar nicht irgendwie so wirklich sehen, weil halt, wie gesagt, hier noch so ein bisschen Heartache and Pain unterwegs ist, aber die männlichen Flammen sind auf dem Weg, ja, weil sie sich alleine fühlen. Sie möchten gerne mit der Flamme zusammen sein, ja. Caring Connections, das ist auch das, was in euch gesehen wird. Also, ne, ihr habt halt diesen Aspekt, dieses Nurturing, dieses sich wirklich hingebungsvoll um jemanden zu kümmern. Das ist auch das, was die männlichen Flammen sehen. Und das ist natürlich auch sehr anziehend, ne? Wenn man weiß, da ist jemand, der strahlt so viel Licht und so viel Liebe aus. Und das ist dieser Wow-Effekt, der dann hier zustande kommt. Receiving from the Angels haben wir noch dazu. Das ist jetzt auf der Ebene, wie die männliche Flamme die weibliche Flamme sieht. Ja, also hier haben wir auch das Herz. Das Herz hier ist übrigens ganz. Und hier haben wir auch eine Frau drin. Ja, also ne, die weibliche Flamme hat es geschafft, den Herzbruch auszuheilen. Ja, weil sie in der Lage ist, sich auch um sich selber zu kümmern. Sich selber das zu geben, was andere ihr vielleicht nicht geben konnten, ohne andere zu verurteilen, sondern ne, sich selbst darum zu kümmern. Und deswegen sehr stark ist und auch in der Lage ist, der männlichen Flamme dann eben diese Verzeihung entgegenzubringen, okay? Damit das hier funktioniert. Das ist sehr schön. Das ist also eine ganz tolle Energie. Das ist sehr unschuldig. Das ist eine unschuldige Liebe. Also wirklich etwas, was aus vollem Herzen kommt und wo es einfach, ne, also auch mit Vertrauen, was natürlich auch mit Vertrauen zu tun hat. Also die männliche Flamme möchte auch gerne, dass die weibliche Flamme wieder vertraut und nur ne, Vertrauen fasst und
Ja, also sich da auch vollkommen hingibt und hier auch mit einem reparierten und offenen Herzen einfach da ist. Ja, und da könnt ihr also mit Engelenergien arbeiten. Ich habe jetzt hier keinen bestimmten, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ihr könnt also das nehmen, was für euch, was euch anzieht. Ja, es gibt ja verschiedene Geistwesen, mit denen man arbeiten kann, die alle ihre spezielle Kraft haben. Und ja, für den einen sind es Engel, für den anderen sind es Spirit-Geister, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und da passiert jetzt, wie gesagt, gerade etwas auf der Herzebene, weil die männliche Flamme mitbekommt, dass hier jetzt gerade eine Heilung vonstatten geht. Je bewusster ihr da reingeht in diese Herzheilung, ja, desto schneller wird das passieren und desto mehr radiating, also desto mehr werdet ihr strahlen, was das angeht. Ja, dann findet die Flamme nämlich hier auch nach Hause. Okay, und ist motivierter, Entscheidungen zu treffen und auch motivierter, hier das Ex-Thema zu bearbeiten und das, na, also auch Schmerzen aus der Vergangenheit loszulassen. Vielleicht gibt es auch bei der einen oder anderen männlichen Flamme gar keine andere Frau, Mann, in welchem Kontext ihr auch immer lebt. Sondern na, da sind auch Wunden aus der Vergangenheit an die Oberfläche gekommen und ihr habt euch gegenseitig getriggert. Das kann natürlich auch sein. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass noch eine andere Person mit im Spiel ist, okay? Nur für die, die jetzt na, sich da irgendwie Sorgen und Gedanken machen, so huch, gibt es da jetzt irgendwie jemand anderen? Das muss nicht sein. Ich habe ja hier gerade auch bei den weiblichen Flammen angesprochen. Es kann halt sein, dass hier noch Verletzungen aus der Vergangenheit ist, sind mit jemandem überhaupt keine Verbindung mehr hat, wo einfach nur noch diese Verletzungen da sind. Ja, und die sich eben übertragen. Okay? Ja, also hier scheint gerade irgendwie similar was zu laufen. Woran die männlichen Flammen arbeiten, finde ich ganz süß. Wir haben hier Reconciliation, Memories of Love. Ja, sie erinnert sich an Liebe. Das kann mit früheren Leben zu tun haben. Das kann damit zu tun haben, dass sie sich daran erinnern, wie schön diese Zeit mit euch gewesen ist, bevor die Separation gekommen ist, in welcher Form die auch immer stattfindet. Sie bewahren diese Liebe, ne? Sie schützen diese Liebe mit ihren Händen. Das ist also diese Karte, auf der oft zwei kleine Kinder dargestellt sind, die miteinander spielen und wo es einfach um eine Wiedervereinigung geht. Das ist das, wo die männlichen Flammen dran arbeiten. Das ist auch hier nochmal, ne? Feeling alone, man möchte gerne nach Hause und man bewahrt dieses Schöne, dieses Liebevolle und beschützt es. Ja, also auch hier ist sehr viel Unschuld mit drin, ne, weil es um wahre Liebe geht. Dazu haben wir die Karte Surrender to Fear oder Surrender 4, also Ängste loslassen. Ja, alle Stories oder alles, was einem vielleicht auch im Kopf rumspuken könnte, was mit Ängsten zu tun hat, was die Ex einem angetan hat, was der einem angetan hat, dies, das, jenes. Das ist ja bei den weiblichen Flammen auch ähnlich. Ja, da sind auch Ängste, die einfach noch festsitzen und die jetzt freigesprengt werden möchten. Und die männlichen Flammen arbeiten eben daran, im Moment zu sein, sich auf Lösungen zu fokussieren. Ja, und natürlich auch gesund nach vorne zu treten. Also das hier ist auch, ne, die Suche nach einer Lösung. Ja, wie das Ganze dann zu bewerkstelligen ist. Okay. Und hier werden, wie gesagt, hier werden auch gerade Ängste, ne, vielleicht auch liebevoll verabschiedet. Das kann man ja auch machen. Zu sagen, okay, das ist etwas, wovor ich Angst habe, oder das ist etwas, was mir Angst macht. Und ich, ne, verabschiede das jetzt liebevoll. Und natürlich geht es hier auch darum, natürlich gibt es hier auch so eine, ich sag, das ist vielleicht noch nicht mal eine Richtung, ja, das könnte auch mit Ängsten zu tun haben, dass es vielleicht auch so ein bisschen Angst davor gibt, was passiert, wenn wir jetzt wieder aufeinander zugehen. Wird das wieder eskalieren? Triggern wir uns wieder gegenseitig oder haben wir es dann endlich geschafft, hier reinzukommen? Ja, also dieser Wunsch, der ist auf jeden Fall da. Aber es gibt natürlich auch Angst, was passiert, wenn ich auf meine Flamme zugehe und meine Flamme sagt, nö, hör mal, du hast mir das Herz gebrochen, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, du kannst mich mal. Sorry, wenn ich das jetzt so ausdrücke, ne, aber die einen oder anderen finden sich da bestimmt drin wieder. Das ist eben, weil hier das Herz noch nicht richtig geheilt ist, ja. Und die weiblichen Flammen, die das gerne möchten, wie gesagt, kümmert euch darum, weil die männlichen Flammen, die sind hier jetzt auf dem Weg. Ja? Ich kann nicht sagen genau wann, aber das formiert sich hier jetzt gerade. Deswegen ist es auch so wichtig, hier diesen Fokus auf etwas anderes zu lenken. Ja, auf diese Liebe zu lenken, auf dieses Caring Connections, auf dieses Zusammenkommen, auf dieses, ne, Blumen empfangen, Schokolade empfangen, ne, Entschuldigung empfangen, eine Entschuldigung auch zu geben. Das ist ja nicht so, dass die weiblichen Flammen jetzt alle irgendwie, ne, sag mal so, die Unschuld in Person sind,
Ja, also wir können auch ganz schön heftig sein und gerade wie gesagt, wenn diese Trigger hochkommen, das kann einen also wirklich um den Verstand bringen. Von daher, wie gesagt, ist jetzt wichtig, den Fokus auszurichten, den Fokus wegzurichten von Codependency, also von Abhängigkeiten. Das ist eine Karte, die ja mit Abhängigkeit zu tun hat. Also Abhängigkeiten können ganz viele verschiedene Formen annehmen. Abhängigkeit kann sein, wenn du nicht in meinem Leben bist, kann ich nicht glücklich werden. Ne? Das ist ein Glaubenssatz, der falsch ist, weil wir sollen glücklich aus uns selbst heraus sein. Dann kann das Ganze funktionieren. Abhängigkeiten kann auch sein, ne, dass hier jetzt die männliche Flamme eben noch in einer Abhängigkeit mit der Ex-Beziehung steckt oder es eine Ex-Beziehung werden soll und da noch ne, vielleicht papierlich, vertraglich irgendwie festhängt. Das können Abhängigkeiten sein. Es können natürlich auch Abhängigkeiten sein, die mit Drogen zu tun haben, mit zu viel Alkohol zu tun haben, mit ja, so allem, was irgendwie süchtig machen kann. Ja, da geht es eben darum, Maß zu finden. Und eben den Fokus auch auf andere Dinge zu lenken, ja, den Horizont zu erweitern. Okay. Ja, und auch nicht irgendwie hier diese Heilung des Herzens davon abhängig zu machen, ob der Twin jetzt kommt oder nicht, sondern das ist etwas, was im Vorfeld erledigt werden soll. Auch wenn es schwer ist. Ja, also Herzheilung ist nicht das Einfachste, aber es ist möglich, okay? Und zwar mit ganz vielen verschiedenen Hilfsmitteln. Ich habe jetzt mal gefragt. Ach genau, wir haben nämlich hier auch noch Heart-to-Heart-Conversations, also die Verbindung von Herz zu Herz. Das geht natürlich nicht, wenn man jetzt hier ein gebrochenes Herz hat. Da kommen dann Diskussionen bei raus und ja, vielleicht auch die ein oder anderen Worte, die vielleicht nicht so gut sind. Also von daher ist es ganz wichtig, dass das hier jetzt geheilt wird, damit man wieder klar miteinander kommunizieren kann. Okay? Ja, damit man klar über das Herz mit Liebe kommunizieren oder in Liebe kommunizieren kann. Alles andere ist sowieso Ego, ja, was das Herz dann besetzt hat. Also von daher ne, ist es jetzt halt ganz wichtig, eben die Konzentration wieder auf dieses Unschuldige zu richten. Das ist auch das, was die männlichen Flammen machen. Ja. Die bewahren sich hier den Schatz. Sie wissen, worum es geht, folgen ihrer Intuition. Und dazu müssen jetzt, wie gesagt, einige Schritte eingeleitet werden. Ja, wir haben bei den weiblichen Flammen, habe ich mal nachgefragt, was könnt ihr machen, wie könnt ihr in Herzheilung gehen? Was kommt über die höhere Ebene? Und ich muss mal eben kurz was trinken. So, da haben wir die Karte Dreams. Also es gibt jetzt ganz, ganz heftige Aktivierungen bei vielen. So, ja, euch wird Wissen mitgeteilt über eure Träume. So, für die einen bedeutet das, schafft euch bitte ein Traumtagebuch an. Oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Mikrofon ne, in eurem Handy. Da gibt es irgendwie so, das gibt so kleine Apps irgendwie, wo man mal kurz was aufnehmen kann. Also ich habe das mit einem Traumtagebuch versucht, das hat eine ganze Zeit lang mal geklappt, dann habe ich das irgendwann zur Seite gelegt und dann ist das untergegangen. Ich habe so einen leuchtenden Stift, der dann im Dunkeln schreibt und so, aber das war mir dann irgendwie zu viel Firlefanz. Aber mittlerweile mache ich das mit dem Handy, dass ich einfach nachts kurz auf Aufnahme drücke und aufnehme, was ich gerade geträumt habe, weil dann dreht man sich meistens um und schläft dann weiter und hat es vergessen. Auch wenn man sich 15 Mal sagt, ich habe es nicht vergessen. Also ich kann mich ganz selten daran erinnern. Deswegen ist das mit diesem Aufnehmen eigentlich ganz cool, dass man dann am nächsten Tag auch weiß, ah, okay, alles klar. Und dann könnt ihr in die Traumsymbolik reingehen. Also es gibt eine ganz tolle Seite, die heißt traumdeuter.ch. Das ist so monster ausführlich. Das ist für mich die beste Traumdeutungsseite. Da könnt ihr einfach ne, ein Schlagwort eingeben und da kommt so eine ganze Seite mit allen möglichen Interpretationen, auch aus verschiedenen Traditionen oder Kulturen. Und von daher, wie gesagt, lege ich euch diese Seite ganz nahe und eben auch dieses Aufschreiben von Träumen, weil euch da ganz viele Symbole vermittelt werden. Ja, für die einen, weil bei den einen fängt das jetzt gerade erst an, für andere, die sind da schon bewandert. Ihr könnt auch durch eure Träume wandern, luzides Träumen nennt man das. Euren Twin besuchen, euren Twins ne, Nachrichten zukommen lassen. Ihr dürftet sowieso sehr über die Traumebene mit eurem Twin verbunden sein. Das ist eigentlich immer so ein Anzeichen dafür, dass das sich da eben auch um was Echtes handelt. Ja, und hier wird, wie gesagt, ne, euch mitgeteilt, Herzheilung kommt jetzt über die Traumebene. Also da werden euch Symbole gegeben, wo ihr eben auch mitarbeiten könnt. Wir haben hier noch eine Karte, die mit Träumen zu tun hat. Reach out for your dreams. Also ihr sollt euren Träumen folgen. Und dem folgen, von was ihr träumt. Eure Träume in die Tat umsetzen. Okay? Wenn ihr euch natürlich hier drauf fokussiert, die ganze Zeit auf Heartache und Heartbreak und irgendwas blinkt hier jetzt gerade in meiner Kamera. Ich hoffe,
Die geht nicht aus, keine Ahnung. Wenn ihr euch natürlich hier drauf konzentriert und hier den Fokus drauf richtet und ne, hier, ne, die Ex noch mit reinnimmt und ne, das ist natürlich ziemlich schwer, ja. Wenn ihr euch aber den Fokus verändert und wirklich den Fokus ne, auf das Göttliche richtet und dass es hier einen weisen Plan für euch gibt und ne, dass alles zur richtigen Zeit wächst und gedeiht. Ihr seid die Kreateure eurer eigenen Träume, ja, und ihr sollt natürlich auch mit einem guten Gefühl an diese Träume rantreten, an diese Umsetzung eurer Träume. Und wie gesagt, also man kann auch durch die Träume wandern, die einen oder anderen haben das Talent von euch dazu. Also von daher versucht das einfach mal. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber luzides Träumen kann ich also auf jeden Fall denen, die offen dafür sind, nahelegen. Da kann man also super arbeiten mit, um das dann eben ne, auch in die Realität umsetzen oder umzusetzen. Okay, sie ist hier mit dem Himmel verbunden. Ne? Hier ist auch nichts Dunkles. Sie hat sich ne, hier hingesetzt, sie hat ihr Herz geheilt. Hier wächst etwas Neues. Hier kommt etwas Neues. Und sie hat sich auch hier dem Abenteuer hingegeben. Great Adventure. So, die männliche Flamme macht sich auch auf den Weg. Ja? Also hier ist dieses Wikingerboot und steht hier vorne und ist voller Tatendrang und hey, hi. Und es geht auch darum, jetzt tatsächlich ein Risiko einzugehen. Weil es ein großes Abenteuer ist und das ist das, was die männlichen Flammen auch wissen. Das ist diese Intuition, die einfach da ist. Damn, ich kann nicht mehr anders als jetzt ne, mich darum zu kümmern, hier die richtigen, ja, den richtigen Kurs einzuschlagen. Und der Kurs geht zur Flamme. Hier, Caring Connections und nicht mehr dieses Alleine sein, sondern die möchten gerne nach Hause und suchen jetzt halt gerade den Weg, ja, um nach Hause zu kommen, um anzukommen. So. Vertraue deiner inneren Kraft. Du bist stärker, als du glaubst. Hier haben wir die schöne Königin mit ihrer weißen Kristallkrone. Einer kleinen Wahrsagerkugel. Ja, also da gehen jetzt auch Aktivierungen bei vielen los. Ich habe jetzt gerade hier von der Traumebene gesprochen. Das kann aber auch natürlich auf einer anderen Ebene passieren. Und ihr sollt ja eurer Kraft vertrauen. Ihr sollt auch der Kraft der Liebe vertrauen, die mit euren Twins zusammenhängt. Okay? Ja, also das ist wahr und das ist echt, was ihr fühlt. Ihr seid ja nicht verrückt. Das ist bei allen, ne, wir flippen auch alle einmal komplett aus, dann geht halt diese große Säuberung los. Das kann halt ein bisschen länger dauern, aber je mehr wir mitarbeiten und je mehr wir uns einsenken in das Ganze, desto einfacher wird das Ganze dann auch irgendwann, wenn die Wogen sich so ein bisschen geglättet haben. Ja, und ihr sollt auch eurer Kraft vertrauen, dass ihr auch in der Lage seid, Herzen zu heilen. Euer eigenes Herz zu heilen, das Herz von eurem Twin zu heilen. Hier wieder in diese wundervollen Konversationen von Herz zu Herz reinzugehen, ja. Und dann wieder in Liebe, also in Liebe zu schwingen. Hier ist es repariert worden. Sie ist heil und sie ist ganz. Hat vielleicht ein paar Federn gelassen, ja, aber das waren Engelfedern und die waren wichtig, um eben auch etwas zu erkennen. Und hier steht auch drauf, dass die schimmernden Flügel von Engeln mich umarmen und in ihre Liebe, wie heißt das denn? Ja, mit umarmen, ja. Er ist auch ein Engel der Liebe, kommt hier und umarmt sie. Okay, das ist alles möglich. Okay, meine lieben Twins, wie gesagt, das war jetzt so etwas eine Short Message, Short Botschaft und ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Oh, ich drücke euch vom Herzen und alles Liebe. Bis ganz bald. Bye-bye.